Mein Name ist Miles Roberts. Ich war in der Army eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche, alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt. Aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte. Aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. Über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, hätte ich wohl nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Und damit sage ich jetzt schon mal Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play Pineview Drive Homeless. Ein Spiel, das ich bis vor zwei Tagen, ehrlich gesagt, noch nicht mal auf dem Schirm hatte. Ja, ist quasi wie ein wunderbares und überraschendes Geschenk hier direkt in meinen Schoß gedroppt. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ein neues Pineview Drive, das hoffentlich auch an die Qualität der Vorgänger herankommt. Es ist 22 Uhr, noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Willkommen im Spiel Pineview Drive Homeless. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Drücke E, um Gegenstände aufzunehmen. Ja, okay. F, die Taschenlampe ein- und auszuschalten, das ist auch bekannt. Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Ich weiß nicht, ob ich mir das erhoffen würde. Pineview 3. Sehr schön. Ja, wir sind auch wieder mit den gewohnten ...30 FPS hier unterwegs. Ich glaube, das liegt tatsächlich an der Engine. Ja, das Haus ist immer noch... Guck mal, sogar der Frosch ist noch da. Genau wie damals. Guck, jetzt sind wir bei 60 FPS. Jetzt gehen wir auf 30 runter. Alles ruhig hier. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Batterien nehmen wir mit und ich bin schon wieder am Überlegen. Mit oder ohne Taschenlampe? Hi, Engelchen. Okay, es ist nicht so wie in The Nightfall, dass man hier sämtliche Schubladen öffnen kann. Und kein Strom. Gut, war natürlich zu erwarten. Abgeschlossen allesamt. Wie anfällig sind wohl die
Taschenlampen diesmal. Und das Ding hier, stand das hier vorher schon? Oh, diese Geräuschkulisse, ne? Macht mich schon wieder halt wahnsinnig. Nur ein paar knarzende Holzdielen, kein Kunstdiener. Sagst du? Ich erwarte einen Clown. Das ist ja unruhig. Entschuldigung. Ein Bett. Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Das ist ja sehr gelassen hier alles. Na gut, er ist Landstreicher, ne? Das ist... Da nimmt man teilweise, was man kriegen kann. Was war das? Ich werde lieber mal nachsehen, was das war. Doch, wo, warum? Bleib doch einfach hier. Hier ist doch schön. Jetzt haben wir auch eine Lebensenergieanzeige. Ich bin begeistert. Ich frag mich gerade, wie das hier in diesem Spiel eigentlich mit dem Speichern ist. The Nightfall. Was ich an The Nightfall am schönsten fand, war, dass wir keinen Lebensbalken hatten. Und nicht ständig Angst haben mussten. Ach du Scheiße. Jetzt geht auch die Batterieleiste relativ schnell runter. War diese Tür eben auch schon offen? Muss doch irgendwas zu finden sein hier. Ich möchte das nicht. Ich will die Türen immer hier vors Gesicht knallen, ne? Oh Gott, ich kenne den Aufbau des Hauses nicht mehr. Ein Heiltrank. Leck mich am Arsch. Ja, das ist der Bibo, der will wieder mit uns spielen hier. Und ich brauche Batterien. Ja, können wir vielleicht irgendwo den Strom wieder einschalten oder was? Ja, so ein bisschen Licht ins Dunkel. Das wäre voll cool. Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Was zum... Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Ja, das ist das grundlegende Problem an der Situation hier gerade. Streichhölzer. Ah, oh, Gott sei Dank. Verdammt, der Schlüssel ist abgebrochen. So, hier ist die Kerze. Das macht jetzt voll den Unterschied. Nee, echt, also es ist, ja, das ist ja quasi wie Tag und Nacht hier der Unterschied. Es tut mir leid, ich muss mal... Wir müssen mal in die Option... Ich glaube, ich schalte hier auch mal auf Mittel.
in der Hoffnung, dass sich die Performance vielleicht ein bisschen verbessert. Ja, doch, so ist besser, oder? Und auch noch akzeptabel. Streichhölzer, diese gruseligen Puppen und das alles, das sehe ich mir gar nicht erst zu genau an. Ja, das kann nur böse enden. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. War das jetzt schon Abschnitt 1 oder war das einfach ein Checkpoint? Das war tatsächlich schon die erste Stunde. Okay, das ging ehrlich gesagt überraschend schnell. Oh, ein bisschen Licht. Das vielleicht wenigstens in dem einen oder anderen Raum hier so ein bisschen heimisch fühlen können. Ich erinnere mich noch, als uns damals die Glühbirnen zerschossen sind. Leute, das waren noch Zeiten, oder? Das waren noch Zeiten. So, bevor ich... die Streichhölzer da in die Hand nehme, gucke ich erstmal, ob wir hier vielleicht ein paar Kerzen anzünden können, vorzugsweise halt mehrere. Ein bisschen Licht zu sorgen. Ach scheiß drauf, nehmen wir jetzt mit. So, ist mit dem Klavier hier irgendwas? Flügel, Cembalo, keine Ahnung. Das Ding da halt. Hier schon drin mit der alten Uhr und so. Wenn ich jetzt eine Idee hätte, wo wir lang müssen, aber darum geht es ja in dem Spiel auch mit, ne? Man diese Idee eben nicht hat und so ein bisschen rumsucht. Ich frage mich ja, ob die Mechaniken wieder so funktionieren wie im ersten Pineview Drive. Dass wir also durch das Reagieren auf irgendwelche Grusel- und Schocksachen Lebensenergie verlieren. Und das dann im Zweifelsfall unser Ableben herbeiführt. Denn dann ist die einfachste Methode, dieses Spiel zu gewinnen, Prinzip gar nichts zu machen. Muss ja noch mal gucken. Aber hier ist nichts, ne? Nix. Ja, so Klamotten sind auch noch da. Können wir uns einfach wieder... Ja, haben keine Reflexion im Spiegel. Aber anders als unser Charakter aus Nightfall weist Miles hier nicht explizit drauf hin.
Ja, ich. Keine Ahnung. Überall Licht gemacht. Eigentlich will ich nicht versuchen rauszugehen, aber können ja mal. Warum zum Teufel ist diese Tür jetzt abgeschlossen? Hat er gerade mein Stehenbleiben, um die Tür zu öffnen, so interpretiert, dass ich auf die läutende Uhr reagiert habe und mir deswegen Energie abgezogen? Weil das ist dann schon so ein bisschen fies. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Es ist ein sehr dunkles Spiel. Tatsächlich ist es sogar so dunkel, dass ich jetzt einfach mal sage, wir machen die Helligkeit aufs Maximum. Einfach. Und damit ihr hier halbwegs was erkennen könnt. Das ist jetzt so ein bisschen gemein. Eigentlich habe ich da gar nicht drauf reagiert. Aber das kann das Spiel natürlich nicht wissen. So, jetzt haben wir also eine Vase in der Hand. Müssen wir die hier jetzt irgendwo hinbringen? Und wenn ja, wohin? Wartet mal. Ich nehme den Teller mal mit. Ich habe eine Idee, was es eventuell sein könnte. Also wir haben hier die... diese Vase mitgenommen. Das Geheimnis eventuell, dass wir jetzt hier irgendwie Paare bilden müssen. Oder interpretiere ich da gerade zu viel rein? Die Tatsache, dass wir zwei Gegenstände mitnehmen durften. Ich bin jetzt gerade halt schon am so ein bisschen checken. Wo die Sachen eventuell dann hingehören. Wir hoffen, dass wir da halt irgendwelche Hinweise drauf kriegen. Ich glaube fast, dass ich hier oben falsch bin. Wenn ich recht drüber nachdenke, habe ich gerade das Gefühl, ich fange an, mich hier zu sicher zu bewegen. Vielleicht soll ich den Teller einfach mal da drüben abstellen, dass wir die einfach austauschen. Mal gucken, was passiert, oder?
war das denn? Achso. Anscheinend keine beabsichtigte Animation. Oh. Okay. Und jetzt? Erfüllt das irgendeinen tieferen Zweck, das da hinzustellen? Und könnte ich nicht eventuell rein theoretisch diese Kerze hier mitnehmen? Das wäre doch voll... Nein? Okay. Dann versuchen wir das weitere Rätsel dann mal zu lösen. Ich sollte mir die Bilder an den Wänden mal genau ansehen. Dankeschön. Auf so einen Hinweis habe ich gewartet und den werden wir gleich nutzen. In der nächsten Folge. Von Pineview Drive Homeless. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.